Ahoi, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist er wieder, euer Captain. Heute habe ich euch etwas ganz Besonderes mitgebracht, je nachdem, wie man das sehen mag. Und zwar die mittelalterliche Schmiede aus der Legos Ideas-Serie. 2164 Teile, Bauspaß, Fragezeichen. Das Set erscheint am 1. März, diesen wunderschönen Jahres 2021. Ihr könnt es als VIP-Kunde jetzt schon vorbestellen. Ich glaube, es ist sogar noch verfügbar. Besonderheit dieses Sets, um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen, es gibt keine Prinz. Es gibt einen Leuchtstein und es ist das erste Mittelalter-Set, vor allem die erste mittelalterliche Schmiede seit 10 Jahren von Lego. Ja. Die letzte mittelalterliche Schmiede ist wirklich 2011 auf den Markt gekommen. In der Kingdom-Serie war das der Fall. Lego Ideas Set heißt, Lego hat sich das hier nicht ausgedacht, sondern hat ein Set eines Designers adaptiert. Der Designer in diesem Fall, der auch gleich als erstes vorne in der Anleitung benannt wird, denn das ist sich Lego immerhin noch schuldig. Ja, hier, das ist der gute Clemens. Clemens Fiedler, 22 Jahre jung, kommt aus Hannover, studiert Geografie, möchte eigentlich Landschaftsarchitektur irgendwann nochmal studieren und interessiert sich sehr fürs Mittelalter. Und für Lego. Und deswegen hat er diese wunderbare Mittelalterschmiede gemacht. Also nicht diese, sondern diese. Ihr seht sie. Ne? Ja. Was erwartet uns in diesem wunderschönen Video? Also als erstes geht der Captain so ein bisschen auf die Unterschiede ein zwischen dem, was Lego hier fabriziert hat und dem, was Clemens sich ausgedacht hat. Denn das macht durchaus Sinn bei einem Mock, wenn man den adaptiert bekommt von Lego und als Ideaset verkauft bekommt. Dann werde ich auf die Details eingehen des Sets. Dieses Set hat eine Menge schöne Details, das kann ich jetzt schon mal im Vorfeld verraten. Dann gehe ich auf die Teile ein, also was für Teile es gibt, was ihr euch von dem Set versprechen müsst, könnt, wenn ihr daraus ein anderes Set bauen wollt. Und dann gehe ich ein bisschen auf den Bauspaß ein. Ja, und dann gehe ich eigentlich schon ins Fazit über. Also lehnt euch zurück, kann sich nur um mindestens eine Dreiviertelstunde handeln. Und ja, bevor wir aber großartig jetzt in den Vergleich einsteigen, steigen wir doch erstmal noch in das ein, was es mit zum Set dazu gibt, nämlich insgesamt sagenhafte 4 Minifiguren. Ihr merkt schon an meiner Stimme, 150 €, knappe 2200 Teile, 4 Minifiguren. Das kann Lego besser. Die Minifiguren sind dafür schön. Zumindest 3 davon, weil es gibt hier einmal den Schmied. Ja, der Schmied hat einen schönen Bart. Der Bart wird natürlich unter den Kopf gesteckt. Der hat einen Hammer, wie es sich gehört für einen Schmied. Der ist hier schön bedruckt. Ne, ihr seht das hier. Der hat auch eine Beinbedruckung und so. Da hat Lego nicht großartig weggespart. Dann haben wir hier die Bogenschützin. Natürlich hat die einen wunderschönen Bogen. Und hinten hat sie natürlich auch einen Köcher. Sie hat leider keine Beinbedruckung. Sie hat hier so ein, ja, sie könnte auch Robin Hood sein für, ne, eine feminine Robin Hood. Dann haben wir hier eine Ritterin oder einen sehr jungen Ritter. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es könnte auch einfach nur ein Soldat sein. Man weiß es nicht. Hat hier so ein, ne, so ein Panzer. Es könnte ein Pikinier sein, ne? Hat hier so eine lange Lanze. Hat hier eine schöne Frisur. Hier gibt es den ganzen, gibt's, den Seniorritter sozusagen, den erfahrenen Ritter mit den grauen Haaren, mit einem Schild und einem Schwert. Und auch hier gibt es wieder, dieses Mal aber nur einen einseitigen Panzer. Ja, was muss man noch dazu wissen? Genau, diese schönen Ritterchen haben auch noch Helme. Und sie kommen auf einer Kutsche mit einem Pferd. Mit einem Print hier vorne natürlich. Das Pferd ist super basic. Die Kutsche ist auch super, super basic. Ja, also wir sehen hier 4 Räder, angedeuteten Sitz. Bank besteht eigentlich wirklich nur aus einer 2x6-Plate. Alles in Braun. Ja. Und wenn das Pferd quasi free like a bird sein soll. Hier sind so Satteltaschen angedeutet, ne? Seht ihr? Da. Satteltaschen angedeutet. Wenn das Pferd jetzt free like a bird sein soll, dann gibt es hier noch einen 1x2 Stein mit einer 1x2 Fliese. Und dann ist das quasi frei.
Ne? Ansonsten sattelst hier halt wieder die Kutsche auf. Düdüm. Ja, für die beiden Ritterchen, Soldaten, was auch immer, gibt es hier noch zwei Helme, die könnt ihr aufsetzen. Ja, ne, soweit, so basic. Also ist jetzt klar, der Schmied irgendwie aktuell kostet ja irgendwie 18 Euro bei Bricklink, aber hey, das Set ist noch nicht auf dem Markt. Die Verbreitung ist noch gering. Ja, klar, als VIP könnt ihr sie schon vorbestellen. Eins vorweg: VIP bedeutet nicht, dass man irgendwas Großartiges für Lego getan hat. VIP bedeutet nur, dass man sich dafür registriert hat. Kommen wir nochmal zum anderen Punkt. Hier, das sind die übrigen Teile. Hier ist der Teiletrenner noch drin. Das ist alles Kleinzeug. Ne? Das sind vor allem halt so Blüten, ein paar Transclear-Teile, ein paar 1x1-Teils. Und also es ist wirklich nichts Besonderes. Ne? Also, bam. Das, was halt mal verschütt gehen kann, ist dabei. Hier ist die Anleitung. Wie gesagt, es gibt keine Aufkleber. Die Anleitung ist Watschen einfach, würde der Feld sagen. Also sie ist wirklich sehr einfach. Es sind 300 und ein paar zerquetschte Bauschritte für die Schmiede. 309 Bauschritte für die Schmiede und dann gibt es halt noch 14 Bauschritte, um das hier zu bauen. Ja? Warum man auch immer 14 Bauschritte dafür braucht. Die Anleitung ist schön gedruckt, die ist gebunden, die macht einen wertigen Eindruck. Das ist cool. Ne, es ist halt eine gute Anleitung. Lego kann eine gute Anleitung. Dass da keine Herausforderung mehr drin steckt. Und das irgendwo steht es auch hier drauf. Ne? Hier. Dass das 18 plus hier, was hier drauf steht, ne? Dass das ein schlechter Scherz ist. Darüber müssen wir nicht reden. Ja? Das hat mit 18 plus nichts zu tun. 18 plus ist die Zielgruppe. Aber wenigstens kommen sie nicht auf die Idee, das als PDF irgendwie zum Runterladen und noch anzubieten. Und den Preis gleich zu lassen. Also, weil so eine Anleitung, die drucken, reinpacken in so einen Karton und so, das sind ja schon 10, 12 € Herstellungskosten. Das ist kein Scherz. Also, wahrscheinlich ist der Karton mit der Anleitung, mit dem Druck, den Shipping-Costs und so weiter, ist ja wahrscheinlich ungefähr, macht der ein Drittel der Herstellungskosten dieses Sets aus. Grob geschätzt jetzt. Ne? Also, nagelt mich bitte nicht drauf fest. So. Kommen wir mal zu den großen Unterschieden. Oder beziehungsweise erstmal kommen wir zu den Gemeinsamkeiten des Sets. Also die Gemeinsamkeiten von dem Set und der Mock-Vorlage, die sind relativ simpel zu sehen. Ich versuche jetzt mal auf hier unter mir die Mock-Vorlage als Bild einzublenden. Also Gemeinsamkeiten, relativ easy. Es ist ein Gebäude, das aus einem Erdgeschoss, einem ersten Stock und einem Dachgeschoss besteht. Das ist im Mock genauso. Es besteht auch, hat auch ein blaues Dach. Es hat auch das Fachwerk ab dem ersten Geschoss. Ja, hat es ein Holzfachwerk, davor hat es ein Steinfundament. Das ist auch gleich. Genauso gleich ist der durchgängige Kamin. So. Der durchgängige Kamin ist genauso gleich, ne? Genauso wie die Schmiede außen. Genauso wie ist der Dacherker daneben gleich. Der Baum davor, ja, das ist vom Design, von den Kernelementen, ist es alles mit dem Mock ziemlich gut zu vergleichen. Dieses Modell hat auch das Lego-Modell unterscheidet sich da jetzt nicht großartig. So. Es gibt natürlich aber signifikante Unterschiede. Alter Schwede. Sorry, aber jetzt muss ich hier so einen Wassereimer ranballern. Geh da drauf, Digga. So. Es gibt aber signifikante Unterschiede in der Farbgestaltung. Ja, also wenn ihr das mit der Vorlage vergleicht, des Mock-Designers, von Clemens, dann seht ihr schon, dass viel freundlichere, hellere Farbtöne sind. Ja? Also bei Clemens war das mehr so ein ja, dunkleres Mittelalter, mehr so ein grittier, mehr so ein realistischeres Mittelalter. Hier ist das mehr so ein High-Fantasy-Mittelalter, würde ich sagen. Man sieht es natürlich am besten am Dach. Ja? Das Dach bei Clemens sieht deutlich verfallener aus, hat deutlich dunklere Blautöne. Also eigentlich besteht das Dach nur aus dunklen Blautönen. Dazu kommt halt, dass diese pastellgrünen Elemente gibt es in der Vorlage gar nicht. Die hat Lego quasi dazu gedichtet. Auch ist das Braun,
bei der Holzelemente bei Clemens deutlich dunkler. Das ist ein deutlich satteres, dunkleres Braun. Es hat auch überall so Holzprints drauf, ne? Das hat dieses Set halt auch nicht. Das muss man auch so sehen. Dann von der Teileanzahl ist es übrigens gleich. Ne? Das ist die gleiche Menge an Teilen. Ja, also da hat Lego jetzt nicht irgendwie was weggespart. Dann hat, ich weiß gar nicht, ob Clemens diesen Leuchtstein dabei hat, den ihr jetzt gar nicht seht, weil da meine Hand vor ist. Aber ich versuch's mal. Oder wie kann man das denn machen? So. Ich greife mal um. Bam, bam. Da leuchtet dann die Schmiede. Dazu muss man sagen, dieser ganze. Die Platten, die Clemens verwendet, sind andere Platten, andere Plates hier vorne, die das ganze, das Grundstück sozusagen ist bei Clemens ein bisschen größer. Da sind auch mehr Details untergebracht. Ja, und das Dach bei Clemens sieht halt deutlich verfeinert aus. Bei Lego ist das hier halt so ein bisschen zaghaft angedeutet, ne? Aber nicht, nicht in der, ja, in der Feinheit mit so vielen einmal vier und einmal zwei Fliesen, ne? Das ist halt bei Lego alles ein bisschen mit diesen Dachpfannen hier gelöst, die sie extra für das Set angefertigt haben. Die sehr cool sind, weil das sind im Endeffekt alles kleine einzelne Schilder. Ja, so viel zum Vergleich. Ja, auch der Baum sieht bei Clemens ein bisschen detaillierter aus. Ey, aber im Endeffekt, das sind natürlich so Kleinigkeiten. Ne? Es ist aber durch die unterschiedliche Farbgebung sind das zwei, wie ich finde, deutlich unterschiedliche Sets. Ja? Obwohl die Kernelemente ungleich sind, aber von der Farbgebung her ist es in einem deutlich anderen Setting angesetzt. So, das ist natürlich für Lego schwierig, das auch in diesem Setting anzusetzen, weil für Lego ist dieses Set hier und die ganze Ideas-Serie ja eigentlich ein reines Schröpfen von ihren groß gewordenen Fans. Ne? Also die, die früher in der Kindheit mit Lego gespielt haben und die jetzt Lego wiederentdecken mit Ende 20, Anfang 30 oder darüber hinaus. Ja? Die guten alten Assholes, ja, die Adult Fans of Lego. Das wird damit, dieser Markt wird damit bedient. Das ist kein Spielset. Klar, das kann man auch mit, das kann auch ein Achtjähriger bauen. Ja, vom Anspruch her ist es kein Unterschied. Aber wenn wir ehrlich sind, der Preis, die Aufmachung und so weiter, das ist alles, das ist ein Set, das kaufen sich Erwachsene und stellen sich das hin. Es ist, wie ich finde, vom Detailgrad her, und da kommen wir zum nächsten Punkt dieses Videos. Ein sehr gelungenes Set. Das macht wirklich was her, wenn man das sich hinstellt und sich anguckt. Es ist als Display-Set wirklich gut zu gebrauchen. Ja. Man sieht hier überall sind hier so schöne kleine nette Akzente. Es ist mit der Vorlage der relativ gut hier. Auch der Erker zum Beispiel. Hier diese, ne, das Vordach vom Schmiedeofen. Das ist schön ausmoliert. Das ganze Dach. Ne? Also guckt euch mal die Details der Dachpfanne an. Ich nehme das mal. Ich drehe das ganze Modell einmal rum. So. Und zeig euch mal nur das Dach, ja, nur, und ihr seht halt einfach mal, ne, aus wie vielen Einzelteilen dieses Dach gebaut ist und wie massiv das von hinten auch gebaut ist, ne, die Technik ist relativ klein mit diesen Ankerpunkten, das ist cool, also das Dach macht auch, wenn wir schon dabei sind, macht auch echt sehr viel Spaß zu bauen, so, das geht, da geht es auch vorwärts, und ne, das baut man so mit als letztes natürlich, aber da geht es halt wirklich vorwärts, und das kann man dann hier so unten einhaken und dann so reinmachen, das ist cool. Das offensichtlichste Gimmick ist klar, das habe ich auch schon gezeigt. Ne? Das ist halt, hier ist der Blasebalg und dann, wenn man da drauf drückt, dann leuchtet halt das Schmiedefeuer, also die Glut glimmt. Ja? Schmiedefeuer ist es ja nicht. Genau, hier vorne ist ein Amboss. Das ist ziemlich cool. Dieser Baum ist natürlich sehr detailliert mit den einzelnen kleinen Blüten. Das Ding zu bauen ist aber halt echt ein Albtraum. Ne? Also. Hier in diesem Set sind halt wahnsinnig viele Kleinteile, ne? Und allein das Dach besteht aus 116 Dachpfannen. Das muss man sich jetzt schon mal überlegen. Und das, damit meine ich nur die Dachpfannenteile hier. Damit meine ich nicht die kleinen Plates und nicht das hier in, was hier oben noch drauf ist, in Pastellgrün und auch nicht das, was hier in Pastellgrün sind. Von diesen halben, von diesen drei, von diesen abgeknabberten Steinen, ja, sind allein 32 noch drin. So, dann haben wir halt wahnsinnig, ihr seht das ja, ne, wahnsinnig viele einmal eins und einmal zwei Fliesen. Das Fachwerk besteht auch aus wahnsinnig vielen Fliesen. Das sind halt wirklich viele, 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 viele Kleinteile, die da reingehen. Ne? Und dieses Set halt auch sehr, sehr kleinteilig zu bauen machen. Dann haben wir halt, man sieht ja auch hier, sieht man das auch, ne, dass diese Blüten, ey, es gibt alleine, ich hab's zusammengerechnet, es gibt
53 Blätter in verschiedenen Grüntönen, ja, für den Baum hier natürlich und für dann hier den Bewuchs des Bodens, ne? Dann gibt es von diesen kleinen grünen Dots in verschiedensten Farben, gibt es auch nochmal 37 Stück da drin, ja. Dann diese ganzen Steinimitatsteine, so nenne ich die immer, ne? Also diese hier, die ihr hier überall seht, ne? Die halt eine Mauer imitieren sollen. Davon gibt es 23 in Tenn, 18 in Pastellgrün und noch allein für dieses Fundament, also Pastellgrün ist dieses Grün hier mit gemeint, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber allein dann, ne, von den Grauen gibt es auch nochmal 20 oder so da drin. Das sind schon viele kleine Steine, ne? Klar, es gibt auch drei große 16x16 Plates in Dark Ten, ja, auf denen das Fundament quasi steht. Aber ihr zahlt für viele Kleinteile bei diesem Set. Das muss euch bewusst sein, ne? Weil, also wenn ihr ein 2x4 Brick seht oder ein 1x6 Brick, dann juhu, freut ihr euch schon ein bisschen darauf, wenn mal was vorwärts geht. Ja? Okay, gut. Jetzt habe ich den Bauspaß ein bisschen vorweggenommen. Kommen wir aber mal auf die Details. Ne? Also, ich schiebe hier die ganze Zeit wie so ein Wilder. Ich packe mal die Minifiguren zur Seite. Bleibt da stehen. Ihr habt es mir versprochen. So, hier nehmen wir mal das Dach ab. So, das ist das Obergeschoss. Ja? Das Dach kann man nur von dieser Seite abnehmen. Ihr seht auch, was Schönes an diesem Set. Ich nehme das mal ab, damit ihr das angucken könnt. Ihr seht halt hier, seht ihr halt Bögen. Ne? Es gibt 8 halbe Halbbögen in ja, Medium Braun, also in diesem schönen Braunton. Dann hier an dem Bett seht ihr auch, ne, da gibt es dann wieder ganz viele 1x1-Teils-Fliesen, die ihr baut, um dieses Bett zu bauen. Ja? Dann gibt es hier eine Schreibstube, hier hinten ist der Schatz versteckt, da ist das Bärenfell. Das wird auch aus vielen kleinen Teilen gebaut. Das ist halt so ein bisschen das Dilemma, wenn du ein Set hast, was sehr viele Details hat, dann baust du halt viele Kleinteile. Ne? Und dann ist halt so, dass wenn dann die ganze Außenkonstruktion der Außenwände auch noch aus vielen Kleinteilen besteht, weil man halt diesen uneinheitlichen Look haben will, dann baut man halt Kleinteile, 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 Kleinteile und ab und zu mal was Großes. Deswegen, wenn man beim Dach angekommen ist oder auch gerade, wenn man hier die Giebel gemacht hat, ne? Das hier, was hier einfach nur mit so einem Hinge zusammengehalten wird und hier draufgepackt wird und dann unten und oben jeweils mit ein paar Noppen hält. Sowas macht dann halt Spaß zu bauen, weil dann geht mal was vorwärts. Ne? Ich glaube, ich habe 10 Stunden dran gebaut. Natürlich mit Moderation und so weiter könnte man das natürlich auch deutlich schneller bauen, aber das ist halt wirklich viel Gefrickel, ne? Was man da baut. Was ich cool finde, sind natürlich die Fenster mit den Fensterlädchen. Das ist auch ein cooles Detail. Dann halt dieser Erker hier hinten sieht noch cool aus. Der Erker hier vorne sieht natürlich auch cool aus. Ja, detailmäßig ist das Ganze schon echt, macht das Ganze schon was her. Auch von den Innenraumdetails. Mir ist ein bisschen wenig. Hier ist noch ein Print zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ihr den da seht. Ja, da ist ein Print auf dem. Ne, das ist ja der Schreibplatz. Oh, hier oben, wo der Schmied sinniert über sein Leben als Schmied. Und da ist dann quasi hier noch so eine schöne geprintete Fliese. Ja, es gibt halt so ein paar Sachen. Ich mache jetzt Bauspaß einfach mit hier mit rein. Hier gibt halt so ein paar Sachen, die sind nicht so stabil gebaut. Ne, also das hier geht hier gerne ab, weil das wirklich nur an 2 Noppen hängt. Naja, gut, das sind halt so die Sachen, die passieren. So, dann haben wir hier quasi das Mittelgeschoss, beziehungsweise das erste Geschoss. Und da seht ihr halt, hier geht die Treppe hoch in den Dachboden, also ins Dachgeschoss, wo der Schmied schläft. Hier ist der Schmied. Ja. Auch hier natürlich, ne, diese Stühle sind nett zu bauen, aber es sind halt wieder viele Kleinteile. Dann ist hier seine Kochstelle da hinten, ne, da wo mein Daumen ist, ist die Kochstelle. Dann ist hier quasi ja, die Veranda, das Vordach mit einer Tür, die man öffnen und schließen kann. Die hat hier halt diese Holzprints drauf, die sonst eigentlich bei dem Ursprungsmodell halt auch diesem ganzen Fachwerk sind. Na, das ist natürlich auch alles, ne, damit das hält, müsst ihr halt überall so kleine Noppensteine unterbringen und so. Und da muss man das halt auch ein bisschen so in Positionen richten, damit das gut aussieht. Ne? Weil wenn das irgendwie ein bisschen schief ist und so, sieht es schon nicht mehr gut aus.
Und dann auch so Sachen, auf die man achten muss. Und hier sind so kleine Fackeln, damit das Ganze auch beleuchtet ist. Ja, hier ist halt noch. Also da musste ich so ein bisschen lachen, als ich es gebaut habe, weil hier echt so. Der Schmied wahnsinnig aufwendig hier so eine Schneidestation hat, ne? Das ist schon krass aufwendig. Ich muss die ganze Zeit auf dem Vorschau-Monitor gucken, um zu sehen, wie ich das jetzt richtig drehen muss und so. Ja, hier ist noch ein Butterfass natürlich, ne? Hier, Butterfass. Seht ihr das überhaupt so? Da in der Ecke, ne? Da, wo mein Krabbelfinger ist, ist ein Butterfass. Die Feuerstelle hat auch noch nette Details mit so ein bisschen Feuer und zwei Holzscheiten, die da drin liegen. Das ist schon cool gemacht. Gibt leider keine Bilder an der Wand, aber hey, was soll's. So, und dann haben wir hier unten natürlich seinen Arbeitsplatz so. Und das ist, der hat einen Showroom, der Schmied. Ne? Hier ist der Amboss mit dem vorbereiteten Schmiedestahl. Dann ist. Wie soll ich euch das zeigen? Ich überlege mir gerade was. Da, so. Dann ist. Ist hier quasi so ein kleines, so ein Präsent von, da sieht man Helm. Da ist der Hund abgehauen. Siehst du, den Wauwi habe ich ja noch. Guck mal, und da haut das ganze Inventar ab. Komm schon, Digga. Du willst es doch auch. So. Genau. Also hier gibt es halt noch ein bisschen Inventar. Das sind zwei Schwerter und so ein paar Round Poles. Hier sind halt ein paar Rüstungen noch aufgesetzt. Hier ist ein Schleifstein. Was man halt in der Schmiede so erwartet. Ne? Hier ist noch so ein Kohlehaufen. Hier ist halt die Esse, ne, mit dem Blasebalg. Und dann leuchtet es hier. Draußen gibt es ein bisschen Kürbisgarten und so weiter. Das sind coole Details. Ja? Das Set sich hinzustellen, anzugucken, ist cool. Ja? Ich habe noch ein Detail vergessen, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste auch. Hier ist, ihr seht es hier am Baum, die Zielscheibe, ne? So eine kleine Anspielung auf Wilhelm Tell mit den Äpfeln dann da dran. Alles cool. Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Macht auch Spaß zu bauen. Phasenweise, nicht alles. Ne? Also, ja, es ist halt die Frage, das ganze Set, wenn man das aufgebaut hat, ist 27 mal 27 Zentimeter. Ist quadratisch. Ne? Klar, dieser Baum, der ragt noch ein bisschen raus. Dann kann man noch sagen, okay, da sind noch mal irgendwie 5 cm mehr auf der Seite. Aber im Endeffekt, das ganze Haus sind 27 mal 27. Das ist nicht sonderlich groß. Ne, das ist auch so, wenn man das mit einem Modular Building vergleicht, was so in der Preisregion liegt, dann ist das schon preislich ambitioniert, ja, was hier passiert. So, und ja, ich sag mal so, ich würde das Set nicht für 150 Euro kaufen, wenn ich das nicht so wahnsinnig gerne gehabt haben wollen würde. Ja? Es ist halt so, kommen wir mal zu den Sachen. Also erstmal die Haltbarkeit dieser Anbauplates hier, gerade dieser hier, ist mies. Also die brechen gerne mal ab. Dann, so richtig, ja. Dann ist es so, dass dieser Pfosten hier, dieser Pfosten, der quasi den Aufgang hier mit abstützt, ne? So das Vordach der Veranda, ja, des Schmieds, seines Privatgemachs. Dieser Pfosten hat überhaupt keine Verbindung hiermit. Null. Und das sorgt halt leider dafür, weil das auch nur ein 1x1 Pfosten ist, der auch echt ziemlich flimsy ist, ne? Der besteht halt aus diesem Teil hier. Aus dem und aus dem hier mit der Fliese oben drauf. Das ist das, woraus der besteht. So. Und der wird hier reingesteckt und der hat keine Verbindung. Das heißt, der ist eh schon sehr lose. Ne? Und dann setzt man das hier drauf, so wie sich das gehört. Bam, bam. Ja, wie das halt ist. Sehr wie bei einem Modular Building auch. Und ihr seht schon, das Ding fluchtet nicht vernünftig. Ja, es ist schade. Ne? Das hätte nicht sein müssen. Da hätte man auch einfach einen Dot drauf machen können. Aber so, nee, ist halt nichts. Ne? Das muss man immer so hinbiegen und das sieht dann nie wirklich gut aus. Ja, cool. Eben nicht. So, ne? Dann auch dieses Fachwerk, was ihr hier unten seht, gerade dieses Steinefachwerk, diese ganzen kleinen Fliesen, ne? Das muss man halt wirklich alles sehr penibel positionieren, damit es gut aussieht. Ne? Wenn das nicht mehr im richtigen Winkel zueinander ist wie hier, dann sieht es halt einfach ein bisschen komisch aus. Ne? Sieht halt cartoonmäßig aus. So, dann muss man das halt so hinschieben, dass es das passt. Und dann
grapscht man wieder dran und dann passt es halt nicht mehr. Und das ist, ihr versteht, was ich meine. Es ist halt, ah, es ist jetzt, es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß zu bauen. Dieser Erker hier ist zum Beispiel auch super schön. Es ist cool. Dann die Fliesen, dann wie man diese einzelnen kleinen Blüten arrangiert, boah, ist auch ein bisschen fragwürdig in der Anleitung. Ja, was will euch der Captain damit sagen? Also, meiner Meinung nach ist das Set zu teuer für das, was es bietet. So. Na, das ist auch das, als ich das Ding im Stream aufgebaut habe. Und es kam immer mal wieder die Frage danach, was das kostet. Und ich habe den Preis genannt. War das auch einer der Sachen, wo die Leute gesagt haben, what? Und das muss ich auch, kann ich auch echt gut unterschreiben. Ja? Also, klar, das Set hat nette Details, so. Aber das sind auch meiner Meinung nach erwartbare Details für so eine Schmiede. Ne? Mir fehlt auch so ein bisschen so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl oder so ein kleines ironisches Element. Ne? Nur diese Zielscheibe finde ich auch ein bisschen wenig. Da hätte man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Dann ist es halt so, vier Minifiguren hätte man auch ein paar mehr reinschmeißen können. Ja? Vielleicht auch noch mal ein zweites Pferd oder irgendwas. Ja, die Kutsche ist ja ein nettes Beiwerk, aber hey, es haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Es ist im Endeffekt zum Anschauen wahnsinnig schön. Den Look muss man mögen. Ja, den Look muss, der muss einen abholen. Klar, der Look ist halt hauptsächlich entstanden, um die Adult-Fans abzuholen, ja, die quasi ihre Burgen- und Mittelalter-Lego-Fantasie wieder aufleben lassen wollen. Dafür ist dieses Set gemacht. Das macht das Set auch gut. Da müssen wir nicht drüber reden, finde ich. Das steht nicht zur Debatte. Ich finde auch, dass das Großteil Spaß macht zu bauen. Klar, es ist sehr kleinteilig. Klar, es ist halt nichts, um daraus jetzt großartig was anderes zu bauen, weil es fehlen halt, dafür fehlen halt einfach die großen Steine und so weiter. Ne? Klar, man kann diese Mauern kann man auch irgendwie andersweitig bauen, aber das Fachwerk muss man immer noch mit reinbauen, weil man immer diese Noppensteine hat, diese Bricks Modified, ne? Mit der Noppe vorne oder zu beiden Seiten und so weiter. Das ist halt so eine Sache. Ne? Es ist echt ein reines Display-Set. Es richtet sich wirklich an uns, ja, an die Adult-Fans auf Lego. Und das ist halt Geldmacherei wieder. Auf eine gewisse Art und Weise. Auf eine charmante Art und Weise, muss man sagen. Ja, es ist jetzt nicht die Holzhammer-Methode. Aber da hätte, also meiner Meinung nach hätte Lego das Set für 129 Euro rausgebracht. Es wäre ausverkauft jetzt. So, Punkt. Haben sie nicht. Haben nochmal 30 oben draufgelegt. Das ist so der Premium-Aufschlag, den sie sich ja immer gönnen. Und dann muss man halt sagen, es gibt ja von Mitbewerbern durchaus auch andere Alternativen. Ja? Und die sollte man sich angucken. Ja? Also es gibt ja von Xingbao die King & Come Deliverance-Reihe, die wird über Bluebricks vertrieben. Auch Bluebricks hat eine Mittelalterschmiede im Angebot. Klar, da kriegt man nicht diesen schönen Karton dazu. Ja? So. Und da kriegt man auch nicht eine fette 300-seitige Anleitung oder 300-bauschrittige Anleitung, gebunden in schönem Druck, mit schönem Vorwort und so weiter. Das gibt es dann bei Bluebricks nicht. Da kriegst du halt einen braunen Karton mit Bluebricks drauf und kriegst die Teile zusammengeschmissen und musst es dann halt mit einer PDF-Anleitung bauen. Das macht preislich einen Unterschied in der Herstellung und der ist nicht zu vernachlässigen. Also, das ist durchaus teuer, sowas zu machen. Aber es ist trotzdem nichts, was einen preislichen Unterschied von. Ich glaube, die Bluebeam kostet 70 Euro, das Ding hier kostet 150 Euro. Also es ist mehr als doppelt so teuer. Es rechtfertigt den Unterschied nicht. Egal, ob die Steinequalität höher ist und ob die Packung schöner ist oder überhaupt vorhanden ist. Schwierig. Ja, also, meiner Meinung nach, es wartet, bis das Ding günstig zu haben sein wird. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Nachfrage richtig einschätze und mir das Angebot angucke, und die Tatsache, dass die Schmiede, glaube ich, immer noch im Lego-Shop bestellbar ist, dann ist das Ding demnächst günstig irgendwo zu bekommen. Ja, deswegen, gehabt euch wohl, baut was Schönes. Bis dann, euer Captain.